Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Chaos in Visita. Wir sind hier immer noch im Hauptquartier von Pokémon, von Duplica, von Team Duplica, so. Aber, okay. Ja, wer hätte gedacht, dass jemand aus dem Dorf der Blumen so nervig sein könnte? Oh ja, ich werde hier meine Strafe bekommen. Wir suchen gerade die Artefakte hier im Geheimversteck und ich habe aber schon zwei gefunden. Und das dritte liegt hier direkt vor mir. Oh, das ist nicht optimal. Komm mal lieber zurück. Steinkante, ouch. Ouch. Mondgewalt und weg damit. Perfekt. So kann es doch losgehen. Da darf mein Despotar zurückkommen, sehe ich. Bei so einem feinen Psyaner. Ja, mach du nur deine Feenattacke, wenn du meinst. Das ist schon ein unfairer Kampf, so ein kleines, zierliches Psyaner einfach gegen das Despotar. Das ist schon fies. Möchtest du eine Steinkante? Oh, zuerst sogar angegriffen. Ernsthaft? Oh, gecrittet. Na dann. So kann es doch immer laufen, finde ich. Ein Geist. Leider ein Pflanzengeist, aber Geist. Megageist. Ein Megapflanzengeist. Ich habe ja schon gesehen, du bist eigentlich ganz cool. Auch wenn du leider die grüne Farbe verlierst, das ist traurig. Ernsthaft? Achso, es hatte Phantom Force eingesetzt. Okay. Na gut, da kann man natürlich mal verschwinden. Einfach mit der Phantomkraft auf und davon. Tschüss. Das war's jetzt mit auf und davon. Chalicent? Was ist das? Ah, Günther, aber ein weiblich. Günthera. Veronika. Schön, dass sich das direkt gereimt hat. Das kann nicht wahr sein. Das muss ich Ilan berichten. Mach doch. Und das Feuerartefakt. Dankeschön. Weiter geht's. Der sieht aus, als würde er mich wieder rauswerfen. Was macht ihr zwei hier? Nicht mal ein Hyperstrahl käme dadurch. Ah. Nur Schätze. Na toll. Ein Drachen-Pokémon aus uralten Zeiten. Was ist das eigentlich für ein Pokémon auf diesen Statuen? Weiß das irgendjemand? Und weiter geht's. War ich hier schon? Ja. Ich komme von hier, ne? Wo bin ich denn da lang gelaufen? Oh, da unten war... Da wäre ich gern hingegangen. Jetzt ist es zu spät. Oh. Ah, hier bin ich. Ha. Verwirrend. Okay. Gut, wir müssen hier unten... Dann an dem PC vorbei, der anscheinend so einen weiten Monitor hat, der so weit nach hinten geklappt ist, dass ich da außen rumlaufen musste. Auch gut. Oh nein. Okay. Wir laufen dem einfach hinterher. Hat er gar nicht gemerkt. Oh. Das sieht ja äußerst spannend aus. Ernsthaft? Ernsthaft? Hier war ich schon. Ach. Oh, ich bin wieder ganz am Eingang. Ich musste so kompliziert da um den Typ rum... Da wollte ich nicht drauf gehen. Ich muss so kompliziert um den Typ rum und am Ende lande ich dann nur im Eingang, wenn ich das schaffe. Das scheint mir echt nicht gerecht zu sein. Gut, neuer Versuch. Kann ich da oben vorbeilaufen? Nee, kann ich nicht. Müssen wir nur an ihm vorbei. So.
Was ist hier los? Sie mussten Betten hier im... Wo bin ich denn noch nicht hin? Weiß das einer? Bin ich hier schon? Ah. Na, ich war hier schon. Nein. Ah. Ah. Ah, da kommt man zum Eingang zurück, okay. Ich hätte mich aber komplett falsch hier quasi schon reingecheatet, wenn ich da reingelaufen wäre. Sehr verwirrend. Wo bin ich noch nicht lang? Leute, jemand muss mir sagen, wo ich war und wo ich noch nicht war. Ich habe keinerlei Übersicht mehr. Ich habe gar keine Ahnung. Da auf jeden Fall nicht. Da war ich schon. Hier war ich auch schon. Hier war ich auch. Was passiert, wenn ich hier hingehe? Ah, naja. Okay. Das bringt mich nicht weiter. Wo geht es weiter? Irgendwo übersehe ich einen. Irgendeinen habe ich nicht genommen, obwohl ich ihn hätte nehmen sollen. Hier ist das zum Brüten. Hier war das Artefakt. Hier war ich noch nicht. Also hier war ich schon, aber noch nicht so oft. Ah, wir sind hier... Bin ich mit dem schon teleportiert? Nein, das ist neu. Sehr schön, ich speichere mal. Hat sich jemand gemerkt, wie ich hergekommen bin? Hi. Ja, ja, ich fasse die große Maschine nicht an. Ist schon okay. Würde ich nie tun. Theo Holt. Ist das ein Name? Das ist doch ausgedacht. Theo Holt ist kein echter Name. Nicht wahr? Autsch. Das hat für nicht sehr effektiv, aber ganz schön viel Schaden gemacht. Oh. Fantastisch. Bulldoze ist weg. Oh, Bulldoze ist auch weg. Bulldoze einfach alle weg. Ist mir egal, welches davon. Hauptsache weg. Sehr gut. So möchte ich das sehen. Oh. Die Ameise. Die Ameise macht aber ganz schön viel Schaden. Ich mache der Ameise gar keinen Schaden. Fantastisch. So will man das doch haben eigentlich. So. Dafür, dass du so fies warst, kriegst du jetzt eine Mega-Entwicklung. Ich hoffe, das freut dich. Dich kann ich auch gar nicht leiden, Vermicula, ne? Tschüss. Wen haben wir als nächstes? Ah ja, der Müll kommt zurück. Ach, das kriegen wir jetzt auch so hin. Bin ich ganz optimistisch. Ach, das kriegen wir auch so hin. Perfekt. Nein. Wehe, du explodierst. Oh, verbrannt. Ha, das war's mit explodieren. Tschüss, explodieren. Theo Holt. So, Theo Holt. Was ist denn das für eine Maschine? Ja. Irgendwas habe ich gedrückt. Cool. Irgendwas hat das ausgelöst. Ah, das ist unser letztes Artefakt. Ich muss es dir lassen, Miri. Du gehst mir wirklich auf die Nerven. Ja. Ja, ich möchte die Artefakte. Da musst du erst an mir vorbei. Da ist kein Problem. Das sehe ich wirklich kein Problem. Das wird schon. Dickelig. Oh, sowas kannst du. Das ist ja schon fast professionell. Bringt dir nur nicht so viel. Oh. Es war noch nicht mal im roten Bereich. Man muss es da echt noch nicht heilen. So. Jetzt hättest du es heilen sollen. Auf Wiedersehen. Oh, Natara. Ach stimmt, sie hatte Natara. Da war ja was. Tut mir leid, Natara. Ich habe definitiv zu viele Feen-Pokémon im Team für dich. Aber hey, die Mondgewalt hast du gut getankt. Oh, Penelope.
So früh heilt man doch noch nicht. So. Wen haben wir als nächstes? Ah, Welser. Welser. Guten Tag. Hör auf, so fröhlich zu gucken. Du hast meinen Meisterball verschwendet in Schwert und Schild. In Schwert und Schild hat es meinen Meisterball verschwendet. Ah, der Baum, der ist lustigerweise genau die gleiche Typkombination wie mein Starter. Guten Tag, Folrio. Vielleicht hätte ich mich auch mega entwickeln sollen, wenn er das schon macht. Das wäre nur gerecht gewesen. Wir sind kein Geist, wir sind keine Pflanze mehr. Sind wir jetzt Feuer? Ah. Okay. Plan B. Plan D wohl eher wie Desmutter. Das war sehr viel Schaden. Hat das Holzhammer eingesetzt? Ich hab's nicht gesehen. Und das greifst du erst an. Aber das hat nicht mehr so viel Schaden gemacht. Das ist natürlich dumm. Elektros. Willkommen zurück. Bin ich schneller als du? Ja, aber es hat leider nicht gereicht. Voltwechsel. Auswechseln ist da aber leider nicht mehr drin. Mal gucken, ob nur Mondgewalt reicht. Ja. Gar kein Problem. Penelope, das war's wohl. Ha, wie habe ich nie eine Chance gegen dich? Ist das Band zwischen dir und deinen Pokémon einfach zu stark? Das muss ich Ilan sagen. Oh, übrigens. Deine Freundin beehrt uns bereits im Duplika-Loft. Du solltest sie nicht zu lange warten lassen. Das hört sich nicht gut an. Tess, nun, lief wohl bei ihr genauso gut wie bei mir. Sehr schön. Damit haben wir alle vier Artefakte. Ich sollte jetzt einfach gehen und die Artefakte erstmal irgendwo verstecken. Das wäre wahrscheinlich gar nicht dumm. Ehrlich. Das wäre wahrscheinlich das Cleverste, was man machen kann. Einfach hinten irgendwo über den Zaun werfen. Eine Notiz. Nur ein Krieger mit dem höchsten Rang kann sich mit dieser Legende anlegen. Sei gewarnt. Die Flöte muss an der höchsten Spitze des Siegesberges gespielt werden, dass die Legende sich zeigt. Okay, jetzt habe ich Ene Mene. Eins führt mich wahrscheinlich wieder zum Anfang. Oh, ich glaube, ich bin im Loft angekommen. Ist das Ho-Oh? Ja. Kann ich mich hier irgendwo erholen? Saturas Laptop hat ein Passwort. Schade. Hätte ich mir jetzt gerne reingehackt und irgendwelche E-Mails verschickt. Ich glaube, hier geht es gleich heiß zur Sache. Gut, wir sollten heilen. Ganz dringend. Nein, das wollte ich auch nicht machen. Wo ist Beleber? Da ist Beleber. Bitteschön. Bald brauchen wir echt Top-Tränke hier. Das wird jetzt sicher ein harter Kampf, deswegen mal besser noch Supertrank, um alles wirklich voll zu heilen. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was uns hier erwartet. Wenn Miri hier herkommt, zeigt keine Gnade. Hi, ich bin Miri. Oh, das Kind hat uns bereits fertig gemacht. Man sollte niemals einen Stern von Visita unterschätzen. Genug. Ich habe genug davon zu warten. Ihr habt mich schon zu lange ausruhen lassen nach der Attacke von Temprina. Ich bin bereit, mich mit diesen Bastarden anzulegen. Ich möchte mit dieser Kleinen starten. was jetzt, Duna? Nun, meine Kleine. Deine Mutter möchte sicher nicht, dass irgendwas mit deinem wunderschönen Gesicht passiert. Sie hat dich so lange versucht zu schützen, aber du hast sie jedes Mal wieder neuen Ärger gebracht.
Und jetzt bist du hier oben gefesselt in meinem Loft. Hat sich der Ausflug bezahlt? Ach, warte nur. Wenn meine Mutter das mitbekommt, dann ist das vorbei. Ha, mir doch egal. Bringt sie in den Dungeon. Lasst sie dort verrotten. Nein, ich bin Miri. Miri? Ah, schön, dann sind wir alle zusammen. Oh, Miri, du tust mir gerade etwas leid. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich nicht leiden kann, Miri. Jedes Mal, wenn du auftauchst, werden unsere Hoffnungen vernichtet. Ich tue das nur, damit wir alle in Frieden leben können. Du konntest nicht Tembrina zähmen. Du hast uns fast alle getötet, wenn Gunther das nicht gestoppt hätte. Oh, sei still. Damals am Peak Point war ich nicht da. Ich war nicht ich selbst. Es wäre mir eine Ehre, dich in meinem eigenen Büro zu schlagen. Mit meinem Zerstörerteam werde ich dich aus der Stadt werfen. Ladies, könntet ihr einen Moment zur Seite gehen? Leg dich mit mir an, Miri. Als Anführer von Team Duplica kann ich dein Verhalten nicht länger gutheißen. Verabschiede dich von deiner Freundin. Wenn ich fertig bin, wird es nichts mehr von dir geben. Okay. Sehr düstere Musik. Es sieht aus, als würde es ihm nicht so gut gehen. Oh nein, was soll ich denn... Was ist denn Pflanze... Pflanze Gestein? Das ist eine blöde, fiese Typkombination. Okay. Einmal Egelsamen. Oh nein, das ist eine Pflanze. Ich kann keine Pflanzen bepflanzen. Ich bin so dumm. Es hat mich gewone-shottet. Warum ist denn Gestein neutral effektiv? Was war denn mit dem Ding los? Okay, wer hält eine Gesteinattacke gut aus? Keiner oder keiner? Die Blume. Ah, das war ganz schön übel. Oh, vergiftet. Au, Erdbeben. Du hast aber auch gegen alles irgendwas, habe ich das Gefühl. Was soll das denn? Nein. Och, komm schon. Es lief so gut für mich. Und was machst du? Sowas. Nochmal. Komm schon, nochmal vergiften. Oh, ich hätte ja nochmal Glück haben können. Okay. Bisher läuft so semi-optimal. Ach komm, hör auf, das Tricksding die ganze Zeit zu heilen. Ich mache ihm auch gar keinen Schaden damit. Ausgerechnet so ein Pokémon ging, das ich aber auch nichts tun kann, direkt als erstes. Es ist unglaublich. Dass er damit direkt leadet, ist so Pech. Und ich kann nichts dagegen tun. Okay, wir mega entwickeln das. Mal gucken, wie es läuft. Och, hör doch auf, das ausgerechnet, das wird jetzt die ganze Zeit geheilt. Das ist so nervig. Ich hasse dieses Pokémon. Ja, weggecrittet. Sehr fein. Das war so fein. Kriegst nachher einen Extra-Keks. Ah. Aber look. Ungünstig. Dass ich das jetzt nicht mehr mega entwickeln kann. Okay, gucken wir, wie viel Schaden das so macht. Gar keinen! Praktisch. Das ist ja richtig fantastisch. Ganz toll. Gut. Wir... Das wollte ich nicht. Ich wollte Medizin, nicht Battle Items. Wir werden jetzt erstmal jemanden mit Toppeleber zurückholen. Und zwar Balui. Das hätte man auch weniger dramatisch machen können, ehrlich. So, Sandsturm. Machen wir mal eine Steinkante und hoffen, die trifft. Und weg. Sehr schön. Und Malamar. Drache Wasser, vermute ich. Oder so. Mondgewalt sollte jedenfalls wehtun. Oh, sogar weggecrittet. Das Pokémon, das ist sehr fein. Uhafne ist heute echt gut drauf.
Er hat auch einen Drachen. Oh nein. Mega, das habe ich das schon gesehen. Haben wir die Mega-Entwicklung davon schon gesehen? Cool. Oh, Dürre. Erdbeben. Oh, oh, das wird wehtun. Okay, nee, ich nehm's zurück. Es hat gar nicht wehgetan. Das Fiese ist, ich bin zwar ein Drache, aber er kann keine Drachenattacke auf mich einsetzen. Weil ich auch eine Fee bin. Das trifft sich halt nicht so gut. Für ihn. Für mich schon. Aha. Ist das shiny oder sieht das nur so aus wegen dem Licht? Ich bin mir nicht sicher. Volcarona. Hat das eine spezielle Form? Nee, ne? Wir haben Lavitar schon gesehen. Sandsturm. Ich hoffe, das gefällt dir. Du wolltest doch hoffentlich nicht den Sonnenschein haben, so als Feuer-Pokémon, oder? Nee. Ja, Ilana, hat schon wieder nicht funktioniert irgendwie. Ganz seltsam.